Abheben ins Weltall. Beim Start eines Space Shuttles kann man im Nürnberger Planetarium quasi hautnah dabei sein. Der bequeme Sessel im Kuppelsaal wird so fast schon zum Sitz des Piloten. Zumindest soll man es so empfinden, wünscht sich Astrophysiker Klaus Herzig, der das Planetarium leitet. Wir können rausfliegen, uns die Milchstraße von außen ansehen, wir können zu anderen Galaxien fliegen. Und damit kann man natürlich schon ein bisschen unsere Position im Weltall auch darbringen, ne? Wie klein wir eigentlich sind, wenn man sich anguckt, wie groß das Universum eigentlich ist. Auftritt des eigentlichen Herzstücks im Nürnberger Planetarium. Der Projektor stammt noch aus den 60er Jahren. Er hat schon Jahrzehnte auf dem Buckel und ist immer noch für jeden Besucher ein absolutes Highlight. Das Besondere ist, dass er noch funktioniert. Die beiden Planetariumstechniker sind also sehr dahinterher, dass sie ihn zweimal im Jahr ein bisschen auseinanderbauen und am Leben erhalten, sozusagen, dass er noch funktioniert, weil wir das natürlich auch den Besuchern bieten wollen, den schönen Sternenhimmel mit dem Zeiss-Projektor. Eröffnet wurde das Nürnberger Planetarium vor 90 Jahren. Die Nazis ließen es nur ein paar Jahre später abreißen. Anfang der 60er wurde das heutige Planetarium eingeweiht und damals so beschrieben. Unter dem weit gewölbten Kuppeldach steht ein Wunderwerk der Technik. Ein Projektionsgerät, mit dessen Hilfe man an dem künstlichen Himmel nach Belieben schalten und walten kann. Damals war es wirklich so, es gab das Planetariumsgerät, damit konnte man den Sternenhimmel darstellen, man konnte die Sonne, den Mond und die Planeten zeigen. Und man hat eben die Sternbilder erklärt und man hat ein bisschen was über die Planetenbewegung gesagt, aber mehr gab es nicht. Heute beherrscht digitale Beamertechnik das Planetarium. Es ist wie eine Art Cockpit-Raumschiff. Wir können uns mit unserem Raumschiff bewegen, durchs Universum fliegen und vieles, vieles mehr. Das größte Planetarium Bayerns. Es entführt seine Besucher in ferne Galaxien, erzählt moderne Sternenmärchen und erklärt die Wissenschaft für klein und groß.